Okay. Ich kann das. Ja, so werden sie mich definitiv nicht in der Zaubershow aufnehmen. Sammy, was machst du? Ich lerne, wie man Karten wirft. Schau. Ja. Ja. Kannst du mir zeigen, wie man das macht? Ich schaffe es nicht. Vielleicht, wenn ich ein wenig trainiere. Aha, du kannst es also auch nicht. Und ich dachte, du kannst alles. Na gut, Sam. Ich werde ein Gerät basteln, das besser Karten werfen kann als jeder Zauberer. Ich kann es nicht. Susi, das war ein Witz. Sei nicht sauer. Susi, ich werde dir helfen. Hi, Leute. Heute werden wir eine Kartenpistole herstellen, mit der wir Spielkarten schießen können. So. Aua, Sam! Was soll diese aggressive Werbung? Entschuldigung. Ich versuche die Hoffnung nicht zu verlieren, ein Zauberer zu werden. Ich übe. Vertrau mir. In ein paar Stunden wirst du das vergessen haben, denn du wirst dich in unser Gerät verlieben. Herausforderung angenommen. Also Leute, beginnen wir mit dem Hauptmechanismus unserer Papppistole. Nennen wir es die Hand des Zauberers. Wow, klingt großartig. Ich habe schon 3 Eisstiele zugeschnitten. Um den Halter für unsere Karten zu machen, befestigen wir eines davon auf diese Weise. Dann kleben wir ein weiteres Stück an das andere Ende. Hey Sam, könntest du bitte diese Schablone vorbereiten? Aber klar, sieht aus wie ein Tor beim Fußball. Wir werden mit unseren Karten definitiv punkten. In der Zwischenzeit klebe ich noch einen Stiel an unser Tor. Achte darauf, dass wir dieses von der anderen Seite ankleben. So. Hier alles auf den Millimeter genau. Als ob ich es von dir gestohlen hätte. Danke, Sammy. Lass uns deine großartige Kopie genau hier hinkleben. Jetzt können wir den Bewegungsmechanismus für die Karten hinzufügen. Hier setzen wir einen weiteren Stiel ein. Ganz vorsichtig. Gut, jetzt geben wir etwas Klebstoff hinzu. Was sind diese 2 kleinen Holzkronen? Oh, danke, dass du sie mitgebracht hast, Sammy. Wir werden sie genau hier hinkleben. Du wirst gleich sehen, warum. Übe nur noch ein klein wenig Geduld. Übrigens, Susi, ich habe ein wenig recherchiert. Weißt du, wer Rick Jay ist? Nein, wer ist das? Ein berühmter Kartenwerfer. Er hat den Frisbee-Wurf erfunden. Das ist, wenn eine Karte schnell und präzise fliegt. Nun, lass uns versuchen, ihn zu schlagen. Der Bewegungsmechanismus für die Karten ist fast fertig. Lass ihn uns fertigstellen, indem wir 3 cm lange Stiele an die Basis kleben. Es gibt auch verschiedene Arten von Griffen. Aber wenn man eine Karte wirft, muss sie sich so gut wie möglich drehen. Ich finde, Sammy ist ein großartiger Geschichtenerzähler. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn ihr zustimmt. In der Zwischenzeit fügen wir mehr Klebstoff hinzu und bringen kleine Holzhalterungen für die Gummibänder an. Beim Werfen einer Karte darf man nur das Handgelenk benutzen. Der Zeigefinger sollte in der Ecke bleiben. Okay, Sammy. Ich mag deine gründliche Nachforschung zu diesem Thema, aber du hast dich wirklich mitreißen lassen. Gib mir die Gummibänder. Oh, ich war in Gedanken verloren. Tut mir leid. Ich könnte mich rächen und ein Gummiband nach dir werfen. Aber ich bin ein guter Mensch. Ach ja, richtig. Die Beste. Also, laden wir die Karte und probieren den Mechanismus aus. Wow! Das ist cooler als die Frisbee-Methode. Ja. Schau, wir kleben diesen Stiel hier hin. Das ist wie eine Bogensehne. Warte, warum hast du den Schnitt in der Mitte gemacht? Das wirst du gleich sehen. Wir sind fast fertig. Schau, Sammy. Auf diesen beiden Teilen habe ich die Stellen markiert, die mit einem Cutter ausgeschnitten werden müssen. Schaffst du das? Oh, schneid nicht genau mein Ding. In der Zwischenzeit werde ich diesen kleinen Teil kleben. Sie sind nur 3,5 cm lang. Okay, so ist es gut. Zu Ihren Diensten. So schnell? Du hast sie sogar geklebt. Man muss schon sehr geschickt sein, um Karten zu werfen. Richtig. Oder du kannst ein spezielles Gerät herstellen, das die Karten für dich wirft. Lass uns noch etwas Klebstoff auf dieses Teil auftragen, das ich bereits vorbereitet habe. Das wird unser zukünftiger Auslöser. So, toll. Jetzt bohren wir ein kleines Loch durch den Schnittpunkt dieser 2 Stiele. Seid sehr vorsichtig. Leute, bittet einen Erwachsenen, euch in dieser Phase zu helfen. Deshalb haben wir also den Schnitt in der Mitte des Stiels gebraucht. Jetzt können wir sie zusammensetzen. Übrigens, ein Eis von diesen Stielen wurde noch nicht vernascht. Ich lasse euch mal kurz alleine.
Nun Leute, machen wir weiter und erstellen den äußeren Teil unserer Kartenpistole. Ich habe auf diesem Stück Karton 3 Rechtecke markiert. Sie sind alle Teil der Basis unserer Pistole. Lucy, tut mir leid, aber basteln wir eine Pistole oder ein Schachbrett? Sammy, das ist nur die Basis. Jetzt nehmen wir einen Bleistift und zeichnen einen Griff in das dritte Rechteck, das wir markiert haben. So. Ah, jetzt sieht es aus wie eine Pistole. Nachdem wir den Cutter verwendet haben, wird es noch mehr danach aussehen. Oh, ich hab's. Accio Cutter. Ich glaube, du musst es schneiden. Oh, ich habe das Handwerk wieder mal verwechselt. In der Zwischenzeit werde ich die Kleinteile an unsere Konstruktion kleben. Hier. Jetzt sind sie auf gleicher Höhe mit den anderen Haltern. Wunderbar symmetrisch. Geben wir noch etwas Klebstoff hinzu. Hopp. Fertig. Ich habe zwei gemacht, damit der Karton etwas dicker wird. Perfekt. Zeit, unseren Mechanismus zu kleben. So. Perfekt. Den Auslöser legen wir hier hin. Oh, wir müssen ihn markieren, um ein Loch in den Karton zu machen. Susi, Miki hat den Stift zerkaut. Ich habe den Tintenhalter gerettet. Oh, danke, Sammy. Solche Dinge können sich als sehr nützlich erweisen. In unserem Fall zum Beispiel. Jetzt machen wir ein Loch mit einem Spieß. Genau so. Wunderbar. In der zweiten Schablone bitte auch. Ich habe es ja nicht umsonst gemacht. Klar, Sammy. So ist es gut. Okay, jetzt können wir den Abzug ankleben. Die Halterung kommt genau hier hin. Schaut, wenn ihr ihn betätigt, fliegt die Karte raus. Wir müssen nur noch mehr Gummibänder unterbringen. Eine Schnur wie bei einem Boden. Gummibänder wie bei einer Schleuder. Wir bekommen eine interessante Pistole. Na klar, die Wissenschaft ist überall gleich. Hier ist die Spannkraft. Vergiss diese beiden nicht. Je stärker die Spannung, desto schneller fliegen unsere Karten. Es ist mir ein Vergnügen, mit so einem klugen Schleim zu arbeiten, Sam. So, fertig. Lass uns mit dem zweiten Teil fertigstellen. Ich habe ihn ja nicht umsonst vorbereitet. Natürlich nicht. Da haben wir es. Perfekt. Oh, wie machen die das? Sam, wir sind fast fertig und du fängst schon wieder an. Warum sollten wir Karten von Hand werfen, wenn wir eine Pistole haben? Nun, ich habe tatsächlich schon zwei Vorlagen gemacht. Oh, danke, Sammy. Wir beeilen uns und kleben sie schön zusammen. Und wir schließen auch den unteren Teil. Diese Schablone mit einem Loch für einen Stiel habe ich selbst ausgeschnitten. Wow, Susi, wann hattest du denn dafür Zeit? So, fertig. Hier haben wir noch eine Pappschablone. Aber bevor wir sie kleben, müssen wir sie noch etwas bearbeiten. Was bearbeiten? Wir müssen es flexibler machen, um es an den Griff zu kleben. Oh, Sam, das habe ich total vergessen. Was ist es? Stimmt was nicht? Nein, wir haben während dieser Bastelei noch gar nicht gezaubert. Das geht gar nicht. Wow, cool. So schnell und so genau. Ich reiß mich doch nicht so. Ich dachte schon, wir bekommen doch keine Pistole. Tut mir leid. Jetzt ist es super flexibel und wir können es an den Griff unserer Pistole kleben. Genau so. Kleben wir noch ein kleines Stück unten ran, um den Schaft der Pistole zu schließen. Susi, das funktioniert auch für das Werfen von Karten. Oh, mit der Zange kann ich die hervorstehenden Teile des Zahnstochers entfernen. Wir geben hier noch etwas Klebstoff hinzu. Leute, denkt daran, im Umgang mit der Heißklebepistole sehr vorsichtig zu sein. Hier kommt ein weiteres Stück Pappe, das alle hohlen Teile verschließt. Der Schaft ist fertig. Jede Pistole braucht einen Lauf. Aber wir haben einen aus Pappe. Also wird unser Lauf längs verlaufen. Speziell für Karten. Das sieht aus wie eine außerirdische Laserpistole. Ja, es sieht cool aus. Schau dir das an. Vergesst den Halter für den Abzug nicht. Oh, alles ist so ernst. Hier, es ist fast fertig. Lasst uns unseren Mechanismus komplett abdecken. So, ich weiß, dass ihr es nicht erwarten könnt, Leute. Nur noch wenige Schritte. Wir müssen es nur noch ein wenig dekorieren.
lass uns ein kartonartiges Magazin machen. Das wird der Pistole etwas mehr Volumen und Form geben. Auf diese Weise wird sie etwas realistischer aussehen. Ein Moment, ich bin gleich wieder da. Wahrscheinlich ist er noch nicht fertig, ein weiteres Eis zu essen. Wenn Sam nicht hinsieht, werde ich noch etwas Zauber hinzufügen. Hopp, toll. Jetzt befestigen wir sie an der Pistole. Fantastisch. Das zweite Stück Zauber kommt hierhin. Nicht schlecht, Susi, nicht schlecht. Aber ich habe etwas Cooleres. Hast du 5 Eiscremes hintereinander gegessen? Nein, Susi. Ich habe beschlossen, unsere Pistole wirklich kartenähnlich zu gestalten. Wow, das sieht toll aus. Gut gemacht. Wir müssen es nur noch an die Pistole kleben und fertig. Also, was hältst du von dem Ergebnis, Sammy? Sieht großartig aus. Wir müssen es nur in Aktion probieren. Peng, peng, peng! Oh Gott! Ich habe einen kleinen Schießstand für uns aufgebaut. Nun, lass sie uns laden. Und ziehen! Bumm! Juhu! Wie gefällt dir das Gerät? Großartig! Lass mich auch mal! Na los! Cool. Nicht jeder Zauberer kann das nachmachen. Lass mich noch eine Karte laden. Leute, ihr könnt auch versuchen, so eine Kartenpistole zu bauen. Das ist wirklich aufregend und macht so viel Spaß. Und natürlich könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Das ist mein Ernst. Wir freuen uns auf eure Likes. Und vergesst auch nicht, auf die Glocke zu klicken. Tschüss! Übrigens, Sammy, ich hab da was vergessen.